Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Age of Empires 2 HD und zwar nun endlich zu The Forgotten. Spielen Sie die neuen Kampagnen von The Forgotten, entdecken Sie die vergessenen Reiche, indem Sie die italienische Halbinsel erforschen und die Mysterien um Dracula und Eldorado lüften. Oha, hier sind natürlich einige. Da kommen wir ja echt auf den... fast alle Kontinente, ne? Hier Europa, Italien. Italien gleich zweimal. Dann Norditalien, also Italien gleich dreimal. Südamerika. Dann, ja, im Norden Griechenlands, würde ich jetzt mal so sagen, ne? So an der osmanischen Grenze oder türkischen Grenze eher gesagt. Und hier noch Indien. Gut, aber zuerst, wir nehmen das natürlich so, wie die Nummern auch sind. Und da beginnt es mit Alarich. In irgendeiner Doku habe ich den gesehen. Ich habe noch keine Doku rausgesucht für ihn. Das Trauma der Hunneninvasion im 4. Jahrhundert hat Alarich, den gefürchteten Kriegerkönig der Goten, geprägt. Alarich, der als Kind aus seinem Heimatland geflohen ist, verbrachte den Rest seines Lebens damit, da haben die sich verschrieben, eine neue Heimat zu suchen. Kann der geliebte König sein Volk im Territorium des kollabierenden Römischen Reichs eine neue Heimat sichern? Oh, das klingt ja... Oh, hier sind wir nicht direkt zwei Missionen. Das ist ja schön. Alle Wege führen zu einer belagerten Stadt. Oh Gott, das wird ja jetzt wieder ein Titel für YouTube. Zum Glück ist sein Name so kurz. Die Vertonung hier ist nicht gegeben bei The Forgotten. Ich weiß nicht warum, aber haben sie halt nicht gemacht. Schön gezeichnet, muss man sagen. Dementsprechend werde ich alles vorlesen müssen. Jede Nacht. Der gleiche Albtraum. Ich erwache zitternd und sehe die Pfeile vom Himmel regnen. Ich kann die Hitze der brennenden Zelte fühlen. Hufe klappern, Schwerter krachen zusammen und Körper fallen leblos in den Staub. Ich kann den Tod riechen. Meine drei Brüder haben bei der Verteidigung unseres Stammes gegen die Überfälle der Hunden ihr Leben gelassen. In diesen Nächten würde ich mich eng an Alarich schmiegen. Ich würde jede Narbe berühren und mich an die vielen Opfer, die er für sein Volk erbracht hat, erinnern. Ich liebte ihn innig, meinen Ehemann und meinen König. Nie zuvor hatten die Goten einen derart großartigen Anführer. Okay. Nach dem Hunneneinbruch verließ Alarich unseren Stamm, um sich dem römischen Herr anzuschließen. Wie so viele unserer jungen Männer sehnte er sich nach Rache. Wegen seiner außerordentlichen Stärke und seiner Raffinesse steigerte sich sein Ansehen immer weiter und schon bald standen Hundertschaften unter seinem Befehl. Die Römer aber sind heimtückische Gebieter. Alarich wurde der falschen Versprechen von Gold und Land überdrüssig. Während er hunderte Meilen von uns entfernt die Kriege anderer Männer kämpfte, wanderten wir heimatlos. Ich erinnere mich nur immer noch an die tausend Lagerfeuer, die die dunkle Nacht erhellten. Er sprach selten, wenn er zu uns zurückkehrte. Er starrte verbittert in das Lagerfeuer, als ob er Gott sehen würde, der zurückstarrt, genauso leise. Dann, eines Tages, änderte sich alles. Er fegte in das Lager, nahm mich in seinen Arm und küsste mich wie nie zuvor. Und er lachte. Stilicho hat einem Abkommen zugestimmt. Der römische General, antwortete ich, der, dem du all die Jahre vor den Kopf gestoßen hast, warum sollte er jetzt ein Abkommen treffen wollen? Er lächelte mich an. Es gibt immer irgendwelche Verschwörungen in Rom, Spiele und Macht. Aber unser Volk braucht Land. Hier und jetzt in Thrakien. Dafür würde ich sogar ein Abkommen mit Stilicho treffen. Er ist gewillt, es uns zu geben. Die Nacht war erfüllt von Musik und Gelächter, von der Freude tausend gotischer Lager. Ihr König hatte ihnen eine neue Heimat gefunden, aber das Pendel der römischen Verschwörung schwingt in beide Richtungen. Bald verglommen die Lagerfeuer, dieser glücklichen Nacht zur Asche. Unseren Hoffnungen folgten, als die Flüchtlinge einströmten, Kinder, Witwen und Verwundete. Alle um ihr Leben fürchtend und erschöpft von der Flucht. Als sie kamen, hörten wir, dass der Senat Wind von Stilicho und seinem Abkommen bekommen hatte. Hatten. Sie haben ihn getötet und jeden Barbaren, den sie in Rom finden konnten, abgeschlachtet. Am folgenden Morgen verließen Legionen von Goten das Lager, wieder um für Rom zu kämpfen. Sie würden mit den Römern um die Stadt fechten. Oha. Oha.
Habe ich jetzt Pause? Ja. Eine Wache. Speer! Das finde ich jetzt nicht schön. Ja, das müsst ihr euch dann selber mal lesen. Ich entschuldige mich, Großadreale, aber ich habe Neuigkeiten. Römische Transformer bringen über den Fluss große Mengen Nahrung in die Stadt. Wenn die Rom herausfordern wollen, müssen wir uns das unterbinden, sofort. Du hast recht, wir müssen die Versorgungslinie sichern. Die Mauern Roms sind stark, aber sie werden nicht gegen Hunger helfen. Wir werden diesen Fluss einnehmen. Okay. Oha! Da haben wir ja mal gar nicht so eine kleine Streitmacht, ne? Aber das verleitet sehr häufig zu unüberlegten Handlungen. Haben wir denn da irgendwo jemanden dabei, der uns heilt? Nee, haben wir nicht. Das ist Alarich. Okay. Dass ich soll. Ja. Das sollst du. Oh, das ist aber scheiße. Ich habe gehört, dass immer noch viele Flüchtlinge in diesen Wäldern umherstreifen. Letzte Nacht haben wir Lagerfeuer im Osten. Im Osten. So. Dann reiten wir einfach mal gen Osten. Da ist jetzt nichts. Bereite. Warte mal, du bist bei mir 2. Kann ich schneller auf dich zugreifen. So. Ach, guck mal an. Alarich, wir haben einen gute Flüchtlinge gefunden. Diese grimmigen Soldaten stellen sich gewillt. Sie wollen sich unser daran schließen. Gut. Ja. Oh, einer von denen hat eine recht große Sichtweite. Sind das die Tarkan? Oh, das sind die Tarkan. Ja, dann bist du jetzt mein Speer. Oh, guck mal. Ich habe so viele Leute, ich krieg die gar nicht alle unter. Haben wir denn hier noch? Also die Tarkane haben eine größere Sichtweite als meine Speer. Das mal jetzt nicht gerade peinlich ist. Ne? So, hier oben ist nichts mehr. Außer Schnee. Oh, was ist das denn? Ein kleiner Grafikbug ist da. Aber die arbeiten sehr viel mit der Ausreizung und allem, was diese Grafik hier noch zu bieten hat. Also die, ich muss ja sagen, hier die Landschaft sieht schon stellenweise schöner aus als der Großteil von manchen Maps von Age of Kings. So, da schwebt irgendwas, aber das scheint nur eine Flagge zu sein, ne? Ja, das ist nur eine Flagge. Ich hätte gerne sowas wie Mönche oder so. Leichte Kavallerie, Elite Tarkan. Der Reiter, ja. Ah, komm schon. Guck mal, da unten ist Italiener verbündet. Okay. Also die Italiener sind noch nicht böse. Was ist das? Eine Kirsche. Aha. Wenn wir die jetzt angreifen, nimmt uns das jemand übel? Ja, wir werden es noch erfahren. Und wir werden es sogar so erfahren, weil ich hier Wache halte. Ja. Hier werde ich Wache halten und dann, falls irgendwelche Truppen kommen, sehe ich das ja als erstes. Warum ist eigentlich Alarich, der Anführer, auf zu Fuß unterwegs? Das gibt's ja gar nicht. Das sind übrigens die neuen Gebäude, die Italiener. Ja. Okay. Dies war
Anscheinend bekommen wir nicht die Rache Roms zu spüren. Wem gehören die eigentlich, diese Hütten? Das wüsste ich auch mal gerne. Ach, das sind auch Italiener. Okay. Also hier ist ein italienisches Dorf. Sieht hübsch aus. Aber scheint, Lol. Ja, dies war. Scheint ein Geisterdorf zu sein, weil da gibt es nicht einen Einwohner. Oder die verstecken sich alle, aber. Es sieht mehr so aus, als ob die Natur das Dorf langsam zurückfordert. So. Oh, was haben wir hier? Ein Aussichtsposten. Da schon mal her. Guck mal, hier ganz viele Weintrauben. Leichte Felder. Ja. Guck mal, das sieht ja richtig lustig aus. Zwar seltsam. Pace? So, ihr seid jetzt alle zwei. Pace? So, was haben wir denn hier? Sind hier auch Truppen? Hier scheinen. Keine Truppen zu sein. Gut, dann zack. Weil unser Herr wird immer größer. Ich kann die schon nicht alle unterbringen, wie ich sie möchte. So, ja, dann auch. Oh lol. Ich würde wetten, bei der Kirche, wenn ich da zurückkomme, dann wird er mich heilen. Der ist ja als Verbündeter hier eingetragen. Wir wollen Rom bluten lassen. Dafür, dass sie uns angegriffen haben. Oh. Hilfe! Pace? Ja. Komm schon. Ja. Oh Mann. Ich will nicht. Oh. Pace? Hab ich hier jetzt mittlerweile doch einen Heiler oder was? Nee, das ist mein Verbündeter. Ja, komm, geh mal da hoch. Oh Gott. Ja. Dies war. Ja. Gott, ist das eine riesen Armee. So viel Truppen habe ich ja nicht mal im normalen Game. Okay, so, ihr könnt schon mal runter. So, und du gehst mir nochmal. Bam. Du wurdest jetzt leider ein bisschen dumm überrascht, aber es macht ja nichts. Nee, nur ihr. Ihr seid alle zwei. So groß wie die Armee 2 ist, so groß ist normalerweise meine ganze Angriffsarmee. Das will schon was heißen, ne? So. Da hat mein Elite-Tarkan war echt haarscharf überlebt, ne? Also
wirklich gerade so. Oh, hier sind noch Ruinen. Sieht sehr römisch aus, diese Ruinen. Ruinen. Ich erinnere mich irgendwie an die Räune. Das ist irgendwo in Frankreich. In Frankreich. Der Salat der schlechten Spieler. So. Ich hab doch hier bestimmt das auch einen Elite-Tarkan dabei. So, wie sieht's denn aus? Hier kann man zwar runter, aber da ist nichts. So, da kann man hin. Oha! Rom hat mich angegriffen. Dann mal die Frage. Oha. Oha. Nee, der verfolgt mich. Der Sack verfolgt mich wirklich. Okay, also die Straße ist bewacht. Von leichter Infanterie. Ist hier ein Zeichen? Ne, das ist kein Zeichen. Sind aber wieder am Rand angekommen. Also es gibt Patrouillen. Also jetzt würde mich interessieren, wenn ich jetzt da drauf hinreite. Ah, fuck. Das ist ein. Hey, ist das? Das war. So, komm mal her. Du wirst jetzt mal. Pace? Pace? Ja. Boah, ey, den hat's aber echt stark mitgenommen. Ja, das ist halt, ne? Pikeniere gegen Kavallerie, das geht nie gut aus. Ach, der ist wieder geheilt. Treffen wir jetzt diesen blöden Turm da an. Ich will wissen, ob ob der Mörderlöcher hat oder nicht. Ja, der hat Mörderlöcher. Okay, dann müssen wir das anders machen. So, zuerst mal. Holen wir mal alle Schwertkämpfer nach vorne. Dass ich soll. Genau. Ja. Mit euch töten wir mal gerade die drei Hellebardisten. Dies war. Die da rumlungern. So, und dann Tarkan. Ja, wir haben vier von euch. Dass ich soll. Das ist jetzt eigentlich nicht so, wie ich das geplant habe. Ja, du dahin. Dahin. Ja. So. Jetzt geht das jetzt? Ja, geht doch. Okay, ihr müsst mir nämlich gleich das angreifen. Beziehungsweise, wir haben doch unseren Karl-Heinz Rummenigge, Frederik und von der Leyen. Ja. Ja. Wenn ja. Der vorgeht, der könnte ja eigentlich als Schild fungieren. Ja. Ich brauche unbedingt Mönche. Der eine Mönch da unten, ja. Der bringt mir halt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Dass ich soll. So. Streeted. Ja, komm. Okay, jetzt da haben wir das. Dies war. So. Dies war. Das ist ja. Nein, warte. Du musst zuerst. Ja, dies war Sestrome. Das ist wichtig. Okay.
So. Hey, ich bin. Wenn der bei 40 ist, nimmt. Oh Gott. Den Übergang hier können wir also erstmal vergessen. Der hat was abbekommen. Ah, der Dreier. Ah, Gott sei Dank, es ist der Dreier, der übrig geblieben ist. So, dann in 1 und 2 dahin. Und unser Speer geht mal weiter. Unsere Türme sind mit Alarich und den drei Elite-Tackern echt nicht wirklich so ein großes Problem. Ah, fuck. Oh, shit. Okay, aber die Türme haben ja eine Reichweite, das ist ja unfassbar. Ja, ist ja gut. Nur mal eine Frage, ist der Zugang dahin wenigstens offen? Okay. Das ist das Wichtige. Würde ich ja fast vorschlagen. Ja. Ihr geht mal dahin, ihr geht mal dahin. So, du reitest mal gerade zu unserem Lieblingsmönch hier unten. Die Reise nach Rom gestaltet sich schwierig. Man muss sagen, hier sind viele Flächen, ne? Und Blumenfelder und hast du nicht gesehen. Kannst ruhig weiterheilen, da habe ich nichts gegen. So, jetzt probieren wir was. Dich brauchen wir dafür. Du bist zwar nicht der schnellste, aber du bist mindestens nicht so anfällig für Antikavallerie. So, das. Was haben wir hier? Alarich muss überleben. Ach, das haben wir ja gar nicht gelesen, ne? Haha. Zerstören Sie die drei Beobachtungstürme, um die Kontrolle über den Fluss zu erlangen. Okay. Suchen Sie an der Ostküste des Flusses nach Flüchtlingen. Sie werden sich freuen, sich Ihnen anzuschließen. Versuchen Sie nicht, Rom selbst zu betreten. Dort wartet nur der Tod auf Sie. Das ist nicht schlimm. Ich bin Freund mit ihm. Viele Flüchtlinge streifen noch immer in den Wäldern um Rom umher. Wenn Sie gut erkunden, können Sie Freunde finden. Die ausgebildeten Legionäre sind starke Kämpfer. Kümmern Sie sich daher zuerst um sie und lassen Sie sie nicht in die Nähe ihrer Truppen. Die römischen Truppen verdanken ihre Stärke, ihrer Organisation und ihrer Disziplin. Wenn aber die Centurios sterben, verlieren sie ihren Kampfgeist. Alarich kann nicht in das nächste Zeitalter voranschreiten. Im Moment habe ich nicht mal eine Siedlung. Ihre Speer berichten. Alarich Blau marschiert vom Osten, um die Versorgungslinien Roms zu unterbrechen. Er hat kein Basislager. Geflohene Barbaren Grau sind über die Karte verteilt. Sie sind in ihre Verbündeten und gewillt zu helfen. Manche Flüchtlinge Violett haben im Süden ein provisorisches Lager aufgeschlagen. Ihre Gegner Rom Rot befindet sich im Westen. Die Mauern der Stadt sind doch zu dick, um sie zu zerstören. Kümmern Sie sich besser um die Legionen Gelb, die ausgesandt wurden, um Alarichs Angriffen zu entgegnen. Ja. Ja. Ah ne, warte mal, ich wollte eigentlich speichern, ne? So, speichern. Oh, hat aber lang gedauert. Testo the Forgotto. Enter. Dies war
Ich will ja nur diesen einen Infanteristen da töten. Oh, das sind zwei. Wie soll ich den dann noch? Also was, wenn du dann schon da... Ach, guck mal, da sind noch mehr. Elite-Tartane. Oh, greif da mal an. So. Jetzt kommen die Tartane dazu. Oh Gott, ey, der Turm hat halt null Chance. Ich liebe Helden. Zack. Haben wir hier noch mehr Gegenwehr oder? Was ist das? Okay. Das war's. Hier noch ein bisschen schauen, was es hier so gibt, während unsere erste Armee, erste Legion, die vorgeschobene Basis des Gegners da ein bisschen dezimiert. Leid, Leute. Oh, ich hab echt eine Falle gestellt. So. Der heilt sich die von alleine wieder hoch. War relativ langsam, aber ja, das ist alles. Das zählt. Ja. Auf dem Weg selbst bin ich ja nicht so gerne, weil da sind die meisten Gegner anzutreffen, die ja hier irgendwie patrouillieren. Habe ich das Gefühl. Also die Ländereien sind echt schick, muss man sagen. Ja, dies war so, nochmal einmal bitte geordnet aufstellen. Ach, guck an. Also wir müssen durch die Engen hier. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist uns aber egal. Vorerst. Gehen aber hier mal. Gehen Osten nochmal. Ja. Oha. Dies war. Ja. 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 Geht ihr mal dahin? Oha. Die Centurios sind schon nicht schwach, muss man sagen. Ja. Ordentlich für Damage gesorgt. Dafür, dass es nur drei waren, ne? Ach, guck mal an. Hier haben wir ja noch welche gefunden. Ja. So. Dahin. Dass ich soll. Auch dahin. Ja, gehst du einmal abseits von den Wegen und dann triffst du halt überall Verbündete, ne? Oh, hier, ich würde ja gerne wissen, was hier oben auf der Anhöhe ist. Weil das sieht so verdächtig danach aus, als ob da irgendwie irgendwas Besonderes zu finden ist. Oh Gott, jetzt muss der aus dem ganzen Wald da wieder zurück. So, ihr seid jetzt komplette Armee 2. Dass ich soll. Ihr kommt da auch langsam ans Limit. Einheitenlimit. Schon interessant ist. Pace? So. Ach, da sind auch wieder alle geheilt. Ja, das also ist könnt so. Ihr auch dahin. Ups. So, Kavallerie irgendwie immer voraus. Das ist interessant. Oh, hier ist ein Weg. Oh, da ist ein Weg. Wo führt der hin?
eine verwunschene Siedlung oder so. Wir werden es gleich wissen. Aber wir haben auch hier den Weg auf die Anhöhe gefunden. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Sah nur so aus. Mann, ist das alles hier verdeckt, ey. So viele Flechten auf dem Boden. Die Ziele haben sich geändert. Warum? An der Ostküste. Ah, das waren jetzt alle. Ja. Ja. Okay. Ja. Was denn jetzt? Das macht mir Angst. Ach so. Das wurde jetzt nur aktualisiert. Okay. Ihr dürft doch nicht einfach so solche Nachrichten rausspammen. Was ist das eigentlich? Ja, Huskarl sind das. Ah. Flüchtlinge, ihr seid alle. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich bin Teil einer Gruppe von Flüchtlingen. Eine Lage im London. Dort sind noch mehr von uns. Ihr müsst ihnen helfen, bitte. Ich will jetzt mal nicht Nein sagen, ne? So. Ihr seid zwei. Ja. Geht ihr euch komplett? Yes. Also komplett eins und zwei. Ach du Scheiße. Eins und zwei hier bereit machen zum Abfangen. Komm schon, ich bin hier. Ihr Popelkanister. Juhu, ich bin hier. Pace? Ja. Und zack. Alter, ja, das war ja Krato. Von denen sind nur alle da, von denen muss ich leider mal wieder welche heilen lassen. Okay, du lebst auch noch. Boah, das ist der Elite-Tarkan, der da noch gerade so überlebt hat und leichte Kavallerie. Nur bei der leichten Kavallerie kann ich verstehen, warum die es gerade so schafft, zu überleben. So, das Lager im Norden soll also unser Ziel sein. Ja, das ich soll. Ja, der Flüchtling ist natürlich dabei draufgegangen. Wie sollte es auch anders sein, ne? Oh, hier ist ein Übergang. Oh nein, meine Maus. Eine kleine Furt, die wahrscheinlich auf die andere Seite führt. Ach, guck mal an. Da haben wir einen Hafen von denen. Ist gut zu wissen. So, ihr werdet gerade geheilt, also seid ihr eben erst angekommen. Kommt schon. Man laufe nie in einen Gegner, um vorher zu wissen, wie er so aufgestellt ist. Das ist eine ganz wichtige Regel im Krieg. Gab's noch mal diesen... War das der chinesische oder so ein japanischer General, der da so ein paar Regeln für den Krieg aufgestellt hat? Kämpfe nie, wenn du nicht weißt, dass du auch gewinnst.
Ach, guck mal an, da sind also schon wieder. Wir sind mit Kavallerie eigentlich ziemlich scheiße umgestellt, ne? So, gehen wir da hin. Kavallerie ist hier nicht so das Nonplusultra. Also hinter dem Lager ist gar nicht so viel. Oh doch, hier sind Grabsteine. Ganz viel. Eine Straße. Die Straße wird ja wohl wahrscheinlich direkt ins Lager führen. Alter Schwede. Haben die alle massakriert? Boah, ist das übel. Oh, komm mal her. Ihr kleinen Popelköpfe. Kommt schon, kommt schon. Ich hab da was für euch. Ah, nochmal hin. Nur damit sie auch ja kommen. So. So, perfekt. Das ist doch gut gelaufen. Und mein Speer ist immer noch da. Und hier meine zweite Kohorte ist auf dem Weg. Bereite. Ah, hier sind wieder Siedlungen. Schau mal an. Oh, oh. Hat jemand ist sehr eilig zu sterben. Okay. Dass ich soll. So. Schau mal, ob es im Lager sonst noch irgendwelche gibt. Also irgendwelche Leute. Die stellen euch mal andersrum auf. Nämlich tatsächlich so rum. Komm schon. Da sind ja noch ein paar. Die können auch mal mitkommen. Oh, die auch. So. Okay. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar Leute verloren. Okay, ich habe auf jeden Fall ein paar Leute verloren. Das ist nicht so schön, aber na gut. Im Krieg gibt es leider auch Opfer. Hier, ihr dürft dann ruhig alle attackieren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ja. Ich hau den aber auch mal rein. So. Ja. Okay, 1 und 3, ihr mal bitte hier hin. Und 2, bitte mal hier hin. Bist du ein Elite-Tacker? Oh, schön. Dann reitest du sogar voraus. Ich hoffe mal, dass jetzt, ganze Kohorte Reiter entgegen geflogen kommt. So. Die Einstellung ist perfekt.
Okay, da oben sind noch ein paar. So. Ja. Du gehst mir mal einzeln da runter. Ah, mein Speer ist wieder da. Okay. So. Also auf dieser Seite des Flusses hat Rom alsbald keine Gebäude mehr. Dann muss man hier das Lager kaputt machen. Aber ich möchte Rom in... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Jetzt kommen die hier mit schwerer Kavallerie. Oha. Komm, wenn wir die Tag haben. Überlebt das! Oha. Ah, da, schnell hin. Sonst vernichten die euch. Na, seid ihr doof? Ihr sollt ja alle angreifen. Ja. Das sind aber Briten, ne? Kann das irgendwie sein? Weil diese Bogenschützen haben ja eine Reichweite, das ist ja immens. Ja, da ist er. Ja, 2 und 3. Kann direkt mal wieder hier hin. Und da haben wir echt einen starken Gegner gehabt. Also diese Reiter, die mir da entgegengeschickt haben, die sind ja schon ziemlich krass gewesen. Boah, ey, hiervon ist ja nicht mehr viel übrig geblieben, ne? Ich hätte halt auch gern so übertriebene Kavallerie, bitte. Aber das ist, wenn man sich zu früh freut, ne? Da denkst du so, wuhu! Die machen wir so schnell fertig und dann wusch, kriegst du eins aufs Maul. Was sind das denn da für welche? Nee, nicht du. Der da. Schwerer Pikini. Achso. Ja. Bam, bam, badam, bam, bam. Ist auch lustig, ich hab halt Bogenschützen und Armbrustschützen. Alles mit drin. So, die Ziele haben sich geändert. Nebenziele helfen Sie dem Flüchtling, seine Soldaten aus dem römischen Gefängnis zu befreien. Ja, ne, da gehen wir jetzt mal mit Alarich hin. Der dürfte dort eigentlich recht gut wegschnetzeln, was da ist. Ich glaube, mit der Truppe hier hätten wir dat, den Feig da gerade eben deutlich besser gewonnen, weil hier sind mehr Pikeniere und schwere Pikeniere dabei. Aber naja. So wie es kommt, ne? Dies war Heise. So, wo ist Alarich? Da ist Alarich. Alarich, du gehst mir mal nach hier oben.
muss mir ein 1v1 machen gegen einen Ritter. Wirst ja wohl packen, ne? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich so sehr, dass ich jetzt nicht speichern werde. Dass ich soll. Oh, komm. Ja. Da ist er. Oh, den einen dann noch. Ha, ha, ha. Ja, das war ja wohl nix hier, ne? Oh, da sind noch da sind noch zwei. Kommt ihm mal helfen. Scheiße. Das ist, wenn du wieder zu viel willst. Scheiße, ey. So, Alarich. Gehen wir nochmal dahin. Der Rest dahin. Nee, du musst mir hier. Also gegen Ritter und drei Schwertkämpfer hat er ja gut bestanden, aber ganz am Ende war doch ein bisschen arg viel für ihn. Ach komm! Wie viel denn noch? Ist doch echt nicht normal mit euch. Richtig mal. Ja, dies war. Ja. Dann geht ihr jetzt mal gemeinsam da hoch. Ja. Bereite ich soll. Ja. Dies war. Ja. So, wie viele Leute können denn hier noch? Das war. Dies war. Okay. Dann geht ihr wieder da runter. Und zwei geht nur dahin. Und fusioniert mit denen, die hier so sind. Speerkämpfer. Also, die Truppen, die wir so haben, die sind ja, könnten ja unterschiedlicher nicht sein, ne? Speerungskal. Dann Speerkämpfer. Schwere Pikeniere. Aneinander vorbei. Ich wollte gerade gucken, wo die bleiben. So, da ist also recht dichter Wald, ja? Oder was willst du mir damit sagen? Der läuft seltsam. Wisst ihr das? Der läuft ganz, ganz seltsam. Geht mal dahin. Oh, hier ist wieder freies Feld. Und da, wo freies Feld ist, da muss natürlich dann erstmal hier so eine richtig fette Wand sein. Thank you.
Komm, mein kleiner Speer. Finde raus, was sich hier so verbirgt. Ja. Alter, ein Bogenschütze macht einfach mal, ja. Ist klar. Dass ich soll. Ein Bogenschütze macht meinen schweren Pikenier zunichte. Ja. Ich glaube es nicht. Da. Wenn ihr noch schneller reiten könntet, das wäre geil. Heiße? Was finden wir denn? Oha! Ja, nee, das ist, das ist nicht so toll. Gut, dann, reitest du mir auch mal hier hin? Ja. Ja, halt den einen Sack noch. Dann würde ich sagen, ja, eine gehen mal hier hin und die anderen, die gehen mal hier hin. Der Mönch hier unten ist echt prima. Hilft uns die ganze Zeit. Ohne dafür irgendwas zu verlangen. Das ist auch gut so. Ich könnte ihm ja nicht mal was geben. So, du hast mir... Ich hab im Grunde alle Elite... Tarkane verloren, bis auf zwei. Also zwei Elite-Tarkane habe ich verloren, ey. Was Scheiß. So. Was erwartet uns hier? Okay. Da erwartet uns erstmal ein, Dass ich soll. Dies war... Machen das ganz easy. Oh, das, das vom Verbündeten, das wäre cool. Ja. Du gehst mal voraus. Oh fuck. Ja. Streetet. Streetet. Dann komm. Bereite. Ja, dann. Hopp. Reißt doch den zweiten Turm bitte auch noch ein. Der Leiter. Oh, der Elite-Tarkan lebt aber noch. Das ist gut. Boah, da oben ist eine Burg? Ja. So. Dann reite mal hinüber und guck dumm für mich. Was das hier so gibt. Was ist? Die Tore scheinen geschlossen, aber es gibt einen anderen Weg im Norden, mein König. Das ist ja lustig. Okay. Wir müssen jetzt echt alle so unmöglich über den Norden hier laufen, ja? Naja.
Da 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 da. Hase? Ja. Ich frag mich, warum die Schüsse aufgeteilt haben auf mehrere Mann. Ich habe halt wieder drei Leute verloren, wie ich hier so sehe. Nee, 3, 4, 5, 6 Leute. So immens. Das ist so eine italienische Burg, also. Ne? Wahrscheinlich wertvolle Schätze. Vielleicht können wir die Priester überzeugen, sie uns zu übergeben. Ja. Überzeugt erstmal die Legionäre davon, uns nicht zu töten. Das wäre mal. Ach, da sind sie ja noch. Legion Roms. So, Legion Roms zeigt jetzt denen mal, wo der Hammer hängt. Wehren die sich auch oder laufen die aber nur hin und her? Ja, ja, dies war. Wir finden die Taktik des Hin- und Herlaufens anscheinend etwas interessanter. Heiße? So. Sind die schon angekommen? Ne, die sind noch nicht mal angekommen. So. Was ist das denn? Oha! Ja, da gehen wir mal gerade noch nicht näher. Alle Nase lang steht hier irgendwo der Turm, ne? Kann der da raus? Ja. Haltet ein, lasst unsere Schätze hier und ich werde euch mit meinen Diensten an. Heiße? Ja. Hey, wir haben einen Mönch endlich. Bereite? Ja. Das ist schön. Bereite. Du bist jetzt Gruppe 4. Dies war. So, der Alarich. Ja. Der wird jetzt das da attackieren. Dies war. Du bist da einfach mal nur mit. Heiße? Heiße? Ja. Soll ich da ein bisschen Platz machen? Nein, ich will den. Ich will den Alarich, Mensch! Ist das denn so schwer hier? Ja, dies war. Ja, ist schwer? Heil ihn einfach die ganze Zeit hoch. Dann haben die keine Chance. Zack! Da war der Geschichte. Oh, hier ist wieder so ein Sneaky Ray. Wohin führt der? Hier muss da irgendwas Verstecktes sein, oder? Oh ja.
Ein Turm auf einer Anhöhe ist da versteckt. Finden wir nicht so doll. Oh, aha. Ja, hier sind halt überall Türme, ist okay, ich verstehe dich ja. Dass ich soll. Dies war. Richtig. Rom hat ein Ei am Wandern. Dass ich soll. Halt überall in die Pampa irgendwelche Türme gepflanzt. Ja. So, Alarich. Dies war. Du hast jetzt den Auftrag, die kleine Armee dort dies war. Anzulocken. Dies war. Und da oben zu stellen. Da ist Alarich. Eigentlich solltest du alles kämpfen und die anderen sollten eigentlich nur stehen und zugucken. Du bist doch der Held. Du musst das alles können. Na komm, zeig mir mal, was in dir steckt. Okay, krass. Ich krieg jetzt wirklich keinen Schaden mehr. Oh lol, ist das krass. Ja, okay, komm, alle da rein. Hey, das Gold. Wir haben eigentlich die römischen Türme so eine riesen Reichweite. Aha, ich bin ja fast wie Boden. In der Reichweite her. Guck mal. Die Italiener haben hier ein Dorf aufgebaut. Direkt unter den Römern. Ja, jetzt auch nicht. What the fuck? War ja klar, dass ich da dann in die Arme von denen reinlaufe, ausgerechnet. So, an eurer Stelle hoffe ich, dass ihr mich nicht weiter verfolgt. Ansonsten gibt es einfach mal nur was aufs Fressbrett. Das ist ja nur ein Mensch. Du solltest eigentlich dahin. So, dann mit euch gehen wir mal bis dahin. Und, der Alarich geht mal wieder vor. Meine Ein-Mann-Armee. Na, wo der reinhaut, ey, plus 23 Angriffsstärke. Dies war. Das ist ja schon mal enorm. Dies war. Das ist wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr, würde ich sagen. Ja. Zack. Hau mir die mal alle klein. Zwei Hits. Für einen Bogenschützen. Ah, der nächste gehört auch dir. Du hast es gewagt. Oh fuck! Oh fuck, okay. Wenn da jetzt noch Centurios dabei sind, dann wird das auch so ein bisschen kritischer. Na komm. Mir auch dahin. So, und jetzt darfst du. Oh, ah.
Oh, lol. Puh. Aber es ist nun mal gut ausgegangen, also von daher wollen wir nicht meckern. Wir müssen natürlich auch immer irgendwelche Centurios rumlungern, ne? Apropos Centurios, das ist mir gerade eingefallen, ich habe ja noch einen zweiten, ne? Benutze die ganze Zeit nur die. Ach komm! Hase? Oh, falls da was kommt. Ja. Tut mir leid. Das ist keine Absicht. Aber da scheint nichts zu kommen. Gut. Eine Anhöhe. Ist da irgendwas Verstecktes drauf? Ich schaff's doch. Das ist der einzige Grund, warum ich auf so Anhöhen reite. Weil ich immer hoffe, da ist irgendwas richtig cooles. Ne? Ja, aber hier ist das einzige coole sind hier Bäume. Und die habe ich auch überall anders auf dieser Karte. Hier ist ja echt mal gar nichts, ne? Oho, Gold! Halt nur zu dumm, dass ich keine Dorfbewohner habe, das abzubauen. Ja, gut, das bringt mir halt alles nichts, ne? Ja. So. Bereite. Oh, guck mal, da ist ein Schiff zerschellt. Das sind die Seychellen. Schiffe gegen Schiffe. Wow, wow, wow. Sag mal, warum müssen das auch immer Centurios sein? Ne? Können das nicht einfach mal Hello Kitty Einhörner sein? Ja. Nein, es müssen immer Centurios sein. So, komm. Ja, eins und der, die gehen wir mal hier hin. Er mir immer den Eingang ausspäht. Werden wahrscheinlich sowieso wieder ganz viele Truppen sein. Das ist ja noch nicht so. Warte mal, was ihr machen könnt, ist ja, ja eigentlich mal da ein bisschen für Ärger sorgen, ne? Das könnt ihr doch immer so gut. Ach, das ist ja cool. So. Ja, der Leiter. Dann Alarich. Ja. Du bist jetzt unser. Das war. Ja. Cooler Angriffshase. Ja. So. Also. Ja. Hol mir mal die Centurios dahin. Das war. Okay. Ja. Dies war. Sonst noch irgendwelche Truppen? Dies war. Oder war's das? Okay, das war's. Hey ja. Rete. Ja. Ja. Sestürme, bereite. So, ihr macht mir da noch die zwei Häuser kaputt. Hey, Sir. Der Leiter. Alarich.
Der Held der Türme. Alles ausgewählt, nur nicht das Haus, ne? Guck mal, hier geht's direkt. Alle das da angreifen, danke. Der macht dem Turm halt mit jedem Hit 30 Schaden, ja? Jetzt noch 10 Hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und weg. So. Jetzt gehst du dahin und machst den Turm kaputt. Bereite. Unterwegs bist du schon wieder voll geheilt von ihm. Nee, du sollst eigentlich dem hinterher. So, derzeit kann ich mit dem hier mal wieder ein bisschen weiter scouten. Oh, was ist hier? Das sieht nach einer engen aus. Ach, guck mal. Da wird doch nicht Trigger sein, damit das da kaputt geht und man dann... Hä? Hä? Wird ja wohl nicht. Waren diese Soldaten, ne? Oh, ja, da oben sind die Soldaten. Ich glaube, Alarich ist angekommen. Ja. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, ja. Ja, ja. Und da mal unten entlang. So. Trupp 2 darf jetzt da mal hinlatschen. Guck mal, ein Marktkarren. Ey, die haben sogar ein Pikenier aufgestellt. Wow! Also wirklich. So. Ihr geht mal hier hin. Also ihr geht da hin. Ihr geht mal da hin. Aber der heilt insgesamt mehr, als dass er Schaden macht. Aber das hier mit den zusätzlichen Einheiten und bla bla bla, ne? Das ist gar nicht mal so dumm. So. Wir haben die Kontrolle über den Fluss. Wir sollten uns mit den anderen Goten zusammenfinden, bevor wir fortfahren. Aha. Siehe da, ein Trigger. Batz, 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 batz. Ich nehme an. Nee. Du bleibst mal hier. Jetzt ist hier keine Steine mehr. Yes, keine Steine mehr. What the fuck? Ja. So, komm. Ja. Ja. Greif da mal an. Ja. Ja. Leck mich am Arsch, ey. Du bringst immer Ärger nach Hause. Merkst du das eigentlich? So. Oh fuck. Bereite, dass ich soll. Heiße. Bereite. Bereite. So, ich schicke mal gerade ja, alle nach vorne. Ja,
Das ich soll. Ich verliere mir sonst viele Leute in sinnlosen Gefechten. Dies war, das ich soll. Hier, der macht dies, die einfach alle platt und dann ist gut. Ja. Ja, sagt ja. Ihr. Siehe da. Gegner tot. Alarich hat einfach noch Full Life. Er ist halt ein Held, wie es sich hier hört, ne? Nicht wie bei Total War, wo die Helden... Obwohl, die haben deutlich mehr Leben. So, wie sieht's denn hier so aus? Bereite, dies war... Ja, dies war... Hey, herzlich soll. Oh, schön. Entweder im Fluss oder das Meer. Dies war bereit, ja. Hey, ja, bitte. Oh, hier ist das Ende der Karte sogar. Schließt ihr euch uns an? Aller Richter hinbringen, oder? Ja. Oh, ja, jetzt ist im gutischen Lager. Achso. Ja, dann ist es halt aller Richter. Wieso stehen hier eigentlich hier so zerstreut? Willkommen, König Alarich. Wir können oben von der Handelsposten liegen direkt nördlich von hier. Ja, dann machen wir das auch dem Erdboden gleich. Das ist kein Problem. Oh. Oh. ja, ne? So, warte mal. Hier alle. Dahin, ja, alle. Ja. Dahin. Heiße? Alarich. Ja. Wo ist er denn? Bereite. Da. Komm. Geh da mal weg. So, ihr seid jetzt 3. Heiße? Du bist jetzt 5. Gut. Also 1, 2, 3 und 4. Und 5 geht mir mal auch dahin. Oh, Entschuldigung. So, da haben wir ein Lager in der Nähe von Rom. Was wollen wir damit erobern und halten Sie den Markt im Norden? Das wird von Rom. Seiner letzten Handelsroute abschneiden. Okay. Heiße, heiße, bereite. Ah, da, dich brauchen wir. Ja. So, gib mir mal dahin. Wir haben echt eine kleine Armee. 134 Mann. Ja. Das ist deutlich mehr, als ich dies sonst war, immer zur Verfügung hatte. Eigentlich das mehr als das Doppelte. Ja. Sasa. Okay. Die Legionäre, die sind keine Probleme für unseren. Für unseren König. Dies war. Ja, dies war. Ja, bitte. Okay. Reiten wir weiter. Ach, guck mal an. Ja. Ja, König Alarich wird jetzt gerade geheilt. Er nimmt jetzt wieder ganz alleine auf. Mit allem. Allem, was ihr ihm entgegenstellen wollt.
Ja. Ein bisschen schneller kannst du ja schon mal heilen, ne? Das dauert mir eindeutig zu lange. So viel Schaden hat er ja gar nicht bekommen. Komm, stell dich mal an. Bereite. Zack. Ach Gott. Jetzt hau rein. 10. 20. 30. 40. Das ich soll. Das ich soll. Dies war Sasa. Ach Gott. Dies war. So, für diesen einen Typen. Das ich soll. Dies war Reite. Dies war. Ja, Pace. Ja, der kommt wieder. Verhaftet und jetzt. Bereite. Zerstörung. Ja. Strite, strite. Pace. Bereite. Bereite. Ja. Wie die aushalten. Bereite, ja. Pace. Das war. Boah, ist das krass. Mal echt krass, was die alles aushalten. Bereite? Ja. Okay. Da kommt deine kleine Entsatzarmee. Oh, wie süß. Heiße? Ja. Heiße? Ja. Heiße? Heiße? Okay, so reiten wir uns mal drauf vor. Dies war. Heiße? Dies war. Bereite. Ich wäre dafür, ja. Wenn er sich da vorne hinstellt. Ah, da kommen sie schon. Ja. Du, wo bist du? Ja, dass ich soll. Ja. Ja, Zerstörer. Komm. Okay. Ach, Scheiße. Mit Alarich. Was? Greif mit an. Angriff, der unterdrückt geschlagen. Heilkönig Alarich. Heilkönig Alarich. So Leben wird der Senat gezwungen sein, unseren Forderungen nachzukommen. Bereite? Ja. Bereite? Ja. Bereite? Ja. Okay. Und jetzt? Ah! Jetzt haben wir mal gewonnen. Okay. So. Da hatten wir alles erforscht. Hier waren halt ein paar Türme. Ja, hier war Burg und Turm, hier war ein Turmturm und da wieder so die Reiter überall, ne? Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Die Legionäre. Also wir wären tatsächlich bestimmt irgendwo durchgekommen. Das hätte uns halt einfach mal ein paar Leute gekostet, ne? Aber schick gemacht allemal die Mission. Richtig schick gemacht. Nun gut, dann lesen wir uns mal durch den Abspann durch. Gott. Unsere Soldaten kehrten in einem Triumphzug zurück. Sie brachten Karrenladungen voll Gold, Juwelen, teuren Gewürzen und anderen wertvollen Schätzen. Und wichtiger, sie brachten ein Versprechen mit. Der römische Senat hatte zugestimmt, den Kaiser Honorius zu überzeugen, uns unser lang erwartetes Land zugestehen. Aber nicht alle Gesichter waren voll Freude. Viele Söhne sind nicht zurückgekehrt. Viele Frauen standen die ganze Nacht wach, betend, dass ihre Ehemänner nur zurückgefallen waren. Manche warteten Tage, jeden trübseliger als den vorangegangenen.
stoisch, schauend, leise, trauernd. Ja, es war ein harter Kampf. Nicht wirklich, aber naja, was soll's. Aber wir haben anscheinend mit den Italienern noch nicht ganz abgeschlossen, denn hier sieht man, wie der Titel schon ist, Legionäre am Horizont. Nun gut, war glaube ich ein bisschen lang, aber ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis demnächst.